Guten Morgen, liebe Zuschauer, zum jetzigen JFD Live Trading TV um 10:45 Uhr hier beim Tester vom JFD. Wir wollen uns mal anschauen, was der DAX hier so treibt. Nachdem er ja zunächst positiv in den Tag gestartet ist, gab es dann hier dann doch eine kleine Schelte. Und wir sehen hier den Stundenchart während des aktuellen Handels. Wir hatten ja gestern, ja, nach den Schwächebewegungen der Vortage dann hier so einen gleichen Erholungsversuch gesehen, der aber hier letztlich die Erholungstendenzen fragwürdig erschienen ließ. Zunächst haben wir hier kurz vor der Marke von 11.000 Punkten gedreht nach oben. Das war soweit ganz gut. Jetzt dann die Erholung zum Handelsschluss des gestrigen Tages. Also hier knapp über mit 1% Gewinn geschlossen. Das war okay sozusagen, aber so richtig dynamisch natürlich nicht im Vorfeld der vorangegangenen Verluste. Heute dann ein Stück weit Euphorie zum Auftakt, welche hier, wie Sie sehen, in der aktuellen Kerzenkonstellation just wieder verkauft wird. Und wir sehen hier im Stundenchart im Bereich 11.120 eine wichtige Marke. Und das ist auch zugleich das heutige Tief, was man im Auge haben sollte. Ergo, wenn es hier nochmal ein neues Tagestief gibt, dann ist wahrscheinlich eine weitere Schwäche anzunehmen, ansonsten vom aktuellen Level aus. Und da sehen Sie auch hier an dieser Horizontallinie 11.175 rund im Mittel dieses Niveau wichtig. Und aufgrund des aktuellen Rücklaufs vom DAX im Zuge dieser Supportzone, die hier eben eine Bestätigung gestern Nachmittag fand und hier auch im Vorfeld der vorbörslichen Indikation am gestrigen Tag, sieht es jetzt so aus, als hätte der DAX hier zumindest mal ein Stück weit Drive aufgenommen, um hier weiter nach oben zu ziehen. Dabei die heutigen Tageshochs mal in Augenschein nehmen, das könnte hier durchaus einen Anlauf jetzt kurzfristig in diese Richtung geben, wenn wir nicht nochmal unter 11.120 zurückfallen. Kleine Dips jetzt in diese Richtung sind legitim, aber generell aufgrund der aktuellen Kerze, die ja jetzt hier knapp in 13, 14 Minuten endet, wäre es hier durchaus denkbar, dass der Markt hier eine Art Hammerkerze eben ausbildet und dies oder diese verspricht vielmehr dann hier auf der Oberseite doch noch ein Stück weit Potenzial, was es abzuschöpfen gilt. Also die Bullen lassen sich hier zunächst nicht abschütteln und das eben hier vor dem heutigen Fed-Event. Grundsätzlich sind solche Fed-Event-Tage natürlich mit einer gewissen Vorsicht zu sehen, da der Markt natürlich ja, hin und her gerissen ist, hin und wieder und immer mal wieder auch Fragen aufwirft in Sachen, ist es jetzt nun wirklich an der Zeit, hier eine Gegenbewegung Richtung Allzeithochs zu starten oder konsolidieren wir weiter im Sinne der schwachen Saisonalität? Also Unsicherheit definitiv gegeben, aber mit dem gestrigen Erholungsimpuls der Amerikaner haben wir auch hier beim DAX schon gesehen, dass es hier, und da muss ich den blauen Pfeil mal ein Stück weit korrigieren, dass es hier ja, ein Erholungsmanöver gab, was aber hier unterhalb von 11.300 Punkten ja rein korrektiv sozusagen anzusehen ist. Im Kontext dessen auch interessant, dass wir hier inside der Kerze vom Montag handeln. Das ist eine Situation, die hatten wir auch hier schon mal zur Mitte des Julis. Ich werde gerade mal das Feld kopieren. Das heißt, das Hoch und das Tief der Kerze vom Montag sind hier zu beachten und innerhalb dessen sind wir eben inside unterwegs und man muss abwarten, ob der Markt jetzt hier ja eine gewisse Eigendynamik entfalten kann. Ich vermute, für den heutigen Handelstag dürfte es zumindest bis zum Xetra-Schluss so bleiben, dass wir hier inside handeln. Also hier die aktuelle Tagesrange ist ja ohnehin noch nicht ausgeschöpft, aber da eben ein Stück weit Tau ziehen. 11.120, wenn wir da drüber bleiben, sieht es eben gut aus, dass wir kurzfristige Erholungsimpulse gen Norden sehen. Dann wird es eben aber, wie gesagt, spannend, ob es dazu reicht, den DAX hier signifikant nach oben zu heben. Also Intraday jetzt kurzfristige Erholung. Wenn es über ein neues Tageshoch rausgeht, dann kann es spannend werden in Richtung 11.400, 11.350 so rum. Das wäre denkbar. Bleibt auch. Das ist ja hier die 24-Stunden-Indikation, gerade zum Fed-Event eine Option, wenn Janet Yellen hier nicht enttäuscht oder die Märkte hier, sage ich mal, ein Stück weit überrascht negativer Art, dann sollte es weiter nach oben gehen. Neues Tagestief wäre hier nach wie vor aber dann das Szenario, was hier einen Rücklauf bis zur Marke von 10.935 rund zulässt, bis zu dieser Unterstützung hier. Also heute hier ein Stück weit Ping-Pong. Signifikant für mich wäre erst wieder eine Rückkehr über 11.400 Long. Ansonsten bleibt es dabei, dass es hier korrektiv unterhalb von 11.300 eben eher hier auch nochmals weitere Tiefs geben könnte. Obwohl die Amerikaner, wie gesagt, ja ganz gut aussahen und hier auch gestern schon ja, positive Tendenzen sozusagen abgeleitet wurden.
Ist eben die Frage, ob sich das heute nochmal genauso umsetzen lässt. Generell, wie gesagt, ein Stück weit tricky, gerade Insider-Montagkerze. Ein Ausbruch aus dieser Range wäre ja sicherlich dann eine Art Triebfeder für weitere Impulse. Also innerhalb dieser Range kann es nochmal schwächer werden. Intraday müssen wir hier sehen, ob es dann nach unten rausgeht. Insbesondere eben unterhalb der Tageskerze kann es dann hier auch zu erheblich größeren Verlusten kommen. Das machen wir dann mal so. Ja. Äquivalent dazu die Geschichte auf der Nordseite. Zeichnen wir gleich auch gleich mal richtig. So. Alles denkbar. Wenn die Bullen hier nochmal jetzt ein Stück weit Auftrieb aufnehmen, dann ist das hier durchaus eine denkbare Option. Aber bin mir noch nicht so ganz schlüssig, ob es hier wirklich für signifikante Ausbruchsszenarien auf der Oberseite reicht. Generell hier die Abwärtstendenz jetzt hier mit der gestrigen Erholung korrektiv denkbar, dass wir wie gesagt in Richtung 11.300 laufen. Da wird dann aber hier letztlich die Fed entscheiden müssen, ob es weitergeht. Ich könnte mir vorstellen, dass es dann nochmals Tiefs gibt. Hier kurz zur Intraday-Geschichte. DAX Xetra. Hier haben wir vor Wochen tief, vor Tageshoch. Das sind wir heute Morgen direkt gescheitert. Hier die Range. Rein technisch 11.088 auf der Südseite, 11.288 auf der Nordseite. Wenn wir hier sozusagen signifikant neue Hochs und Tiefs machen, aber nochmal, wie gesagt, angemerkt, bin mir nicht sicher, ob es hier jetzt im Vorfeld der Fed hier signifikante Ausbrüche gibt. Zumeist empfiehlt sich hier auch Zurückhaltung, um dann entsprechend entweder zu den News zu traden oder dann eben tags drauf die Erwartungen, die dann hier mit den Entscheidungen einhergehen. Also kein Overtrading heute ist zu empfehlen. DAX, wie gesagt, Ausbruch nach oben angetäuscht, hat nicht geklappt. Ausbruch nach unten hat auch nicht geklappt. Ist schon ein Stück weit Unsicherheit. Jetzt läuft der von mir durchaus favorisierte Erholungsimpuls jetzt in Richtung Vortageshoch nochmal. Ob es bis 11.3 reicht, das muss man sehen, beziehungsweise 11.288. Hier wäre, wie gesagt, dann eigentlich Schluss mit lustig. Dann müsste der Markt rein technisch wieder nach unten abkippen. So, dann warten wir mal ab. Ich werde gegebenenfalls zur Mittagszeit nochmal aufschalten, wenn sich was Interessantes an den Märkten ergibt. Ansonsten Standby. Ich sage erstmal beste Grüße, wünsche Ihnen viel Erfolg, falls Sie agieren, und bis später, wenn Sie mögen. Ihr Christian Kämmerer und tschüss.